Mein Name ist Hajo Nägele. Ich leite das Modul Biomasse als Ressource im Studiengang Umweltingenieurwesen an der ZHAW in Wädenswil. Heute besuchen wir zwei moderne Recyclingbetriebe, um das im Studium Erlernte weiter zu vertiefen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entsorgung von feuchter Biomasse. Das heißt, sie nehmen Speisereste an von Großverteilern, wie zum Beispiel Supermärkten oder auch von Kantinen, und recyceln dieses Produkt zur Energie. Die Energie wird zum einen in Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme verwertet und zum anderen wird das Biomethan aufbereitet und im Erdgasnetz eingespiesen, und am Schluss entsteht ein hochwertiger Dünger, der wiederum der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wird. Im Unterschied zum ersten Unternehmen hat sich diese Biogasanlage darauf spezialisiert, feste Biomasse anzunehmen von Landschaftsgärtnern. Das Material wird in dieser Anlage zu Biogas verwertet und im Anschluss noch Kompost erzeugt. Ziel dieses Moduls ist es, dass die Studierenden den Kreislaufgedanken der Entsorgungs- und Energiebranche kennenlernen. In einer Gesellschaft, die netto null CO2 anstrebt, ist es wichtig, dass man Energie aus allen verfügbaren Ressourcen gewinnen kann. Und die zwei Betriebe heute, die bildet die Basis für die zukünftige Energiebereitstellung in der Schweiz. Mir ist es wichtig, mit den Studierenden auf der Anlage draußen in der Praxis zu sein, denn dort bekommen sie einen Einblick, beispielsweise auch alleine in die Gerüche, die es an so einer Anlage gibt. Sie kommen in Kontakt mit dem Betreiber und können aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, in dieser Branche zu arbeiten. Das Modul Biomasse als Ressource ist so ausgelegt, dass Studierende aller Vertiefungsrichtungen daran teilnehmen können. Praxisnah studieren heißt, sich das notwendige Handwerkszeug anzueignen, um mit der Ressource Biomasse verantwortungsvoll umzugehen. Denn in diesem Bereich entstehen die Arbeitsfelder der Zukunft.